Hallo und herzlich willkommen zu The Future is Now, einer Sendung des neuen digitalen Senders F15, der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes. Mein Name ist Camilla Sievers und bei The Future is Now spreche ich mit visionär denkenden Entrepreneurs und Changemakers, die die Zukunft langfristig verbessern wollen und vor allem, wie sie dies täglich im Hier und Jetzt tun. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Julian Teike, Gründer und Geschäftsführer der WeFox Group, dem ersten InsurTech-Unicorn Deutschlands, Mitbegründer der Initiative Gesund zusammen und Early-Stage-Investor. Hallo Julian, schön, dass du heute da bist. Hallo Camilla, freut mich. Wir werden heute über deine Erfahrung der letzten 7 Monate sprechen, was Covid für die WeFox Group bedeutet, wie die Initiative Gesund zusammen, das größte Digitalprojekt Deutschlands aller Zeiten, entstanden ist, wie du über die Zukunft unserer Gesellschaft nachdenkst und nicht zu guter Letzt, welche Rolle Technologie dabei spielen muss. Bevor wir damit anfangen, würde ich gerne starten mit 5 Fragen, die du möglichst kurz beantwortest zu deiner Person, damit die Zuschauer dich ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Are you ready? Ja, los geht's. Wunderbar. Julian, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Meine größte Stärke ist mein visionäres Denken. Meine größte Schwäche ist meine fehlende Fähigkeit, geduldig zu sein. Was ist deine Lebensphilosophie? Meine Lebensphilosophie ist, dass jeder Mensch unendlich großes Potenzial hat. Was ist deine geschäftliche Philosophie? Meine geschäftliche Philosophie ist, dass jeder Mensch unendlich großes Potenzial hat. Und wie spiegeln sich diese Philosophien konkret wieder im Hintergrund deiner momentanen Tätigkeit und deiner momentanen Prioritäten? Ja, also ich versuche den Fokus darauf zu legen, zu verstehen, wie können wir dem Arbeitnehmer helfen, sein Potenzial zu entfalten, weil ich daran glaube, dass das letztendlich das größte USP, der größte Wettbewerbsvorteil ist im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und wenn das die Modelle sind, die du benutzt, um über die Welt nachzudenken, wie denkst du dann über die Zukunft nach? Also ich glaube generell über die Zukunft sehr ähnlich nach. Also ich glaube, was wir hier kreieren als Unternehmen, ist so ein Mikrokosmos, der vergleichbar ist mit der Gesellschaft an sich. Und für mich geht es darum, im Unternehmen zu verstehen, wie schaffen wir es, dass Menschen sich weiterentwickeln können, ihr Bewusstsein entwickeln können und letztendlich in der Lage sind, mehr Daten schneller zu verarbeiten, um mehr Wert zu schaffen. Und ich glaube, dass in der Gesellschaft genau die gleiche Herausforderung auf die Menschheit zukommt. Also wie schaffen wir es in den nächsten 15 Jahren, die Menschheit darauf vorzubereiten, mehr Daten schneller zu verarbeiten und mehr Wert zu schaffen und die Unsicherheit, die heute so vielen Leuten Angst macht, zu reduzieren, um Zufriedenheit und ein friedvolles Miteinander zu ermöglichen. Wunderbar, danke. Dann lass uns doch jetzt in die Tiefe gehen. Für die Zuseher, die die WeFox Group nicht kennen, erläuter uns doch mal ganz kurz, einfach gib uns einen Überblick, wie diese Idee entstanden ist und wo ihr heute steht. Also WeFox ist entstanden eigentlich aus einem Zufall heraus. 2015 hatte ich mein Unternehmen in der Schweiz verkauft, Dein Deal. Und dann wollte ich eigentlich nie etwas mit Versicherung zu tun haben. Mein Mitgründer Dario ist auf mich zugekommen, noch bei Dein Deal, und hat gesagt, du schau dir mal Versicherung an, da geht es gerade ab. Ich habe gesagt, du, mein Vater ist im Versicherungsbereich und ich habe entschieden, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und dann hat er gesagt, nimm dir mal eine halbe Stunde. Am Freitag kommt jemand ins Office, der kennt sich mit Versicherung aus, hat da viel Geld verdient. Ich habe gesagt, okay, eine halbe Stunde kann ich schaden. Und dann saß ich in dem Raum, haben über Technologie und Versicherung gesprochen und auf einmal sagt er, ich bin dabei, ich investiere 300.000. Dann hat Dario gesagt, maximal 10%. Dann haben sie sich die Hand gegeben und ich bin verwirrt aus dem Raum rausgelaufen. Und somit hatten wir Geld, aber kein Unternehmen und keine Idee. Und wir mussten sozusagen loslegen. Also so hat es angefangen. Und jetzt rückblickend auf die letzten 4, 4,5 Jahre, wie hat sich das entwickelt? Weil ich kenne ja die Daten und die Antwort ist rasant. Aber erzähl doch mal ein bisschen. Also unsere Vision ist es, 30% der schlimmen Sachen, die heute so auf der Welt passieren, zu verhindern. Ja, das ist das, was uns so antreibt. Und
die Art und Weise, wie wir da rangehen, ist halt, wir sagen, okay, Versicherung ist halt heute komplett nicht digital. Also 90% von Versicherungen wird ohne Technologie verkauft und nur 10% über direkte Kanäle, wie zum Beispiel Preisvergleich oder Webseiten von Versicherern. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen an die 90% ran und wir geben den Versicherungsberatern Technologie, um ihnen zu ermöglichen, ihre Kunden besser zu beraten. Und das hat gut funktioniert. Damit haben wir letztendlich jetzt das WeFox-Geschäftsmodell aufgebaut in 5 Ländern mit mehreren tausend Beratern, mit mehreren 100.000 Kunden. Und dieses Jahr bei WeFox alleine werden wir ungefähr 70 Millionen Umsatz machen. Es gibt immer wieder letztendlich Punkte in der Kundenreise, in der beispielsweise ein Medienbruch stattfindet, ja, oder die Dauer von Unterschrift hin zu der Ausstellung der Police dauert einfach total lange. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das tackeln und haben gesagt, wir können das eigentlich nur tackeln, indem wir eine eigene Versicherung gründen. Und das haben wir gemacht mit der One-Versicherung. Und die haben wir 2018 dann lanciert, haben sie integriert in unseren Vertrieb in Deutschland und sind jetzt mittlerweile die schnellst wachsende Versicherung in den Bereichen Hausrat, Haftpflicht und Motorversicherung in ganz Deutschland. Im Bereich Hausrat sind wir sogar die Nummer 1 im gesamten Markt schon und werden dieses Jahr ungefähr 30 Millionen Prämienvolumen generieren und haben dann sozusagen diese 100 Millionen Umsatzmarke durchbrochen. Und sind jetzt mittlerweile ungefähr 600 Mitarbeiter in den 5 unterschiedlichen Ländern und haben, glaube ich, 9 oder 10 unterschiedliche Büros. Ja, es ist eine schnelle Reise gewesen, eine aufregende Reise mit vielen neuen Learnings in den unterschiedlichen Phasen vom Unternehmen. Also später kommen wir dann noch auf die persönliche Entwicklung. Aber apropos Rollercoaster und typische Startup-Reise, ich als Entrepreneur kenne das ja auch. Jetzt ist es so, wir schreiben Februar und man hat irgendwie mal von Covid gehört, dass die letzten 7 Monate waren dann tatsächlich wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Form von Reise. Wie hast du dich jetzt als Entrepreneur verantwortlich für 600 Mitarbeiter Zehntausende, hunderttausende Kunden darauf vorbereitet? Wie hast du angefangen, darüber nachzudenken, wenn das kommt? Und vor allen Dingen, als dann klar war, der Lockdown kommt auch in Deutschland und eure Pläne, sei es jetzt Expansion oder vielleicht Produktschärfung, müssen jetzt neu durchdacht werden. Wie hast du das gemacht? Also uns hat es hart getroffen am Anfang natürlich. Wir hatten eine große Unsicherheit. Letztendlich war dann auch eine riesige Unsicherheit unter den Investoren. Die sind also wie aufgescheuchte Hühner rumgerannt. Man sieht in den Zahlen, oder in unserem Fall gar nichts. Ja, also wir haben in unseren Zahlen halt eigentlich gar keinen Impact gesehen auf der Topline, sondern wir haben einen Boost gesehen. Nichtsdestotrotz war so eine riesige Nervosität am Anfang da. Und wir haben gesagt, okay, was wir machen ist, wir wirklich drehen jeden Stein um, gucken, wo wir sparen können. Wir werden nicht an Mitarbeitern sparen. Also es macht einfach keinen Sinn, zu sagen, wir haben viel Fokus darauf gelegt, gute Mitarbeiter einzustellen. Wir sehen keinen Impact auf der Topline. Und jetzt irgendwie wegen einem externen Event das, was wir aufgebaut haben, in Frage zu stellen, sehen wir als nicht den richtigen Weg an. Aber wir haben insgesamt 40% unserer Kosten fürs Jahr letztendlich eingefroren und eingespart und haben auf der anderen Seite einen sehr, sehr starken Anstieg im Umsatz gesehen, einfach weil letztendlich Kunden eine große Nachfrage hatten nach Videoberatungen für gerade Krankenversicherung, das war ein großes Thema am Anfang, und Lebensversicherung und Berater letztendlich gar keinen Weg hatten, Face-to-Face-Meetings zu machen. Und das war, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Moment jetzt für die Zukunftsfähigkeit von unserem Geschäftsmodell. Wir sehen nämlich jetzt nach Lockerung der Maßnahmen kein Zurückgehen zu Face-to-Face, sondern Videoberatung hat sich echt durchgesetzt. Ja. Und das ist super für uns. Ja. Und mittlerweile sind wir wieder voll auf Wachstum gepolt sind da echt sehr, sehr gut durch diese Krise durchgekommen. Aber am Anfang war große Nervosität da und es ist ja auch so,
dann hast du ganz unterschiedliche Investoren. Und da gibt es total Paranoide, ja, die sagen, wenn du jetzt nicht sofort mindestens 50% deiner Belegschaft entlässt, ja, dann wird es nichts werden. Also ich habe da Erfahrungen und letztendlich sind es nur die Unternehmen, die sofort runtergehen und dann langsam wieder aufbauen, sind die, die erfolgreich sind. Der Nächste sagt irgendwie, ja, ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen. Also du kriegst so viel Input, ja, und dann bist du irgendwie und sitzt da und sagst, okay, ich bin wirklich, das ist meine erste große Krise und ich bin super unerfahren und trotzdem muss ich jetzt irgendwie basierend auf diesem ganzen Input irgendwie dann die richtige Entscheidung treffen für die Company und die Mitarbeiter. War auf jeden Fall eine Herausforderung, so als Führungskraft auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja, bevor wir auf deinen persönlichen Führungsstil kurz zu sprechen kommen, ihr habt ja die Tech-Plattform VFox Go aus dem Boden gestampft, die es eigentlich ermöglichen soll, für alle Versicherungen eine digitale Kundenbindung aufzubauen. Wie wird das denn angenommen im Markt? Also, WeFox Go haben wir gestartet, weil wir einfach gemerkt haben, okay, in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, ist die Nachfrage nach Videoberatung von Versicherungsberatern zu ihren Kunden super hoch. Und dann haben wir einfach eine Slim-Version gemacht von unserer Videoberatung für Versicherungsberater, die weltweit letztendlich dann ausgerollt wurde und die komplett kostenlos ist. Und so wollten wir einfach helfen, letztendlich auch in anderen Ländern, nicht in unseren Kernmärkten, letztendlich Berater und Kunden digital zusammenzubringen und sicherzustellen, dass die Umsätze der Berater, die normalerweise face-to-face unterwegs sind, nicht komplett zusammenbrechen. Und das ist super gut angekommen. Wir haben in allen Kontinenten mittlerweile jetzt Makler, die mit ihren Kunden digital connected sind. Und das war einfach so eine Hilfsmaßnahme, die wir gestartet haben. Und das ist super gut angekommen. Also ich glaube ja auch, dass kann ich mir zumindest vorstellen, das ist jetzt eine Hilfsmaßnahme, die stellst du zur Verfügung for free. Und eigentlich könnte man ja auch argumentieren, dass du damit der Konkurrenz einen Vorteil bringst, der natürlich auf humanitärem Level super ist, aber für dich vielleicht als Unternehmen ja gar nicht so, oder? Ja, unser Fokus ist nicht der weltweite Markt erstmal. Ja, also wir sind schon sehr fokussiert auf unsere Kernmärkte. Von daher ist jetzt langfristig da vielleicht ein Wert drin, weil wir langfristig natürlich global gehen wollen. Aber da ging es wirklich jetzt in allererster Linie darum, dass wir gesehen haben, dass vielen Beratern komplett die Umsätze wegfallen, auch vielen Versicherern komplett die Umsätze wegfallen, weil eben 90% face-to-face gemacht wird. Und wir einfach gesagt haben, ey, das ist für uns irgendwie ein paar Tage Arbeit. Lass uns das einfach machen. Okay. Ich habe gelesen, dass du eigentlich sehr früh, als es kaum Covid-Tests gab, dass sie sehr schwer waren zu bekommen, es geschafft hast, für 600 Mitarbeiter Covid-Tests zu organisieren, die auch noch in verschiedenen Ländern sitzen. Möchtest du da mal erzählen, wie du das gemacht hast? Naja, ich habe einfach immer versucht zu verstehen, okay, was ist so der letzte wissenschaftliche Stand? Wie können wir denn tatsächlich irgendwas tun? Ja, und dann kam eigentlich doch recht klar raus am Anfang, diese Kombination von Social Distancing und Testing, Testing, Testing ist eigentlich das, was wir machen müssen. Und dann haben wir sehr, sehr früh letztendlich die Offices geclosed und haben gesagt, Leute, in dieser Unsicherheit und mit dem fehlenden Wissen wollen wir auf Nummer sicher gehen und euch und vor allem auch eure Familienmitglieder schützen. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, okay, wie schaffe ich dieses zweite Thema, was anscheinend funktioniert? Testing, Testing, Testing. Und letztendlich gab es recht früh diese Antikörpertests, Schnelltests. Da haben wir einfach sehr, sehr früh den Markt gescannt, haben jemanden gefunden, einen Anbieter, und haben dann gesagt, okay, wir schlagen dazu, dass wir letztendlich Mitarbeitern, die in irgendeiner Art und Weise Unsicherheit haben, dass wir den Test zusenden können. Da haben wir so letztendlich dann so eine Logistik aufgebaut, wo wir die Tests nach Hause geschickt haben zu den Mitarbeitern, die sie angefordert haben. Aber gleichzeitig auch gesagt, wir wollen nicht auf irgendwelchen Tests sitzen, wenn die Tests rar sind und andere Leute sie brauchen. Und deshalb haben wir es auch geöffnet für andere. Also jeder, der uns letztendlich dann kontaktiert hat, hat von uns einen kostenlosen Test zugeschickt bekommen. Oh. So, jetzt ist also Covid da und wird, glaube ich, auch so schnell nicht mehr weggehen.
Du hast schon gesagt, die Versicherungsbranche, die vor 90% face-to-face irgendwie abgewickelt worden ist, kann jetzt nicht mehr zurückgehen und wird sich digital auf jeden Fall festigen. Wenn du jetzt über Chancen und Gefahren, die durch Covid, wie soll ich sagen, akzeleriert worden sind, nachdenkst, was ist denn die nächste Chance, die nach dieser Digitalisierung der Versicherungsbranche kommen wird? Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist, ist, dass dieses gesellschaftliche Konzept, was sich über die letzten 20 Jahre so etabliert hat, einfach nicht zukunftsfähig ist. Ja? Also letztendlich hat die Digitalisierung, die in den letzten Monaten nochmal krass beschleunigt wurde, dazu geführt, dass sehr viel Geld bei sehr, sehr wenigen Parteien sich ansammelt. Und je schneller sich unsere Welt entwickelt, desto schneller passiert auch diese Umverteilung von Kapital. Und ich meine, das ist ja total pervers, was wir gesehen haben, dass letztendlich immer mehr Leute Arbeit verlieren, dass die Ergebnisse der Unternehmen immer schlechter werden und dass die Börse auf einem Rekordhoch ist. Ja, also das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist letztendlich der Höhepunkt dieser Perversion, der Trennung zwischen der Geldwirtschaft und der Realwirtschaft, die angefangen hat mit der Auflösung des Goldstandards in den 30er Jahren. Und ja, letztendlich haben diese zwei Bereiche eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Und was langfristig passieren wird, aus meiner Sicht, ist, dass klar wird, dass die Macht der großen Tech-Unternehmen einfach so ausufern wird, dass den Leuten klar wird, dass diese Unternehmen mehr über mich wissen, als ich bewusst über mich selber weiß. Ja. Tun Sie das nicht Und jetzt schon? zusätzlich, das wissen Sie jetzt schon, aber das Bewusstsein der Bevölkerung ist noch nicht da. Ja, das wird erst steigen. Und das Problem von diesem Umstand ist ja, dass letztendlich dann Unternehmen nicht jetzt den Auftrag haben, eine bessere Gesellschaft zu kreieren, sondern den Auftrag haben, ihren Shareholdern mehr Geld zu beschaffen. Das ist, glaube ich, die große, große Veränderung über die nächsten Jahre, die eben dazu führt, dass wir ein komplett neues System brauchen, um eine faire digitale Gesellschaft überhaupt zu ermöglichen und gleichzeitig den Menschen in dieser komplett digitalen Gesellschaft auch eine sinnvolle Rolle einzuräumen und ihn nicht einfach nur als eine Fahne im Wind zu positionieren und komplett irrelevant werden zu lassen. Also da würde ich jetzt gerne detaillierter darauf eingehen. Man könnte ja sagen, in einer Demokratie entscheidet jeder mündige Bürger, wie er mit gewissen Situationen umgehen will. Wenn die Bürger jetzt gar kein Interesse haben oder vielleicht, so wie ich es auch immer sehe, höre, ihnen es egal ist, dass die Tech-Unternehmen Infos über sie sammeln, wer muss dann hier die Incentives setzen, um die Zukunft, von der du jetzt gerade gesprochen hast, zu kreieren? Also am Ende die Bürger, ja, also geht nicht anders. Ne? Also wird weder die Politik tun, noch der Regulator, noch irgendwer. Und der Bürger wird es tun, sobald er merkt, dass daraus ein großer Nachteil für ihn entsteht. Und dieses Bewusstsein steigt ja. Also diese ganzen Skandale rund um Cambridge Analytica, Facebook und so weiter, die erhöhen auf jeden Fall das Bewusstsein. Ja. Ich weiß auch letztendlich, was Apple und Google und so machen. Ja. Also ich hatte in diesem ganzen Prozess rund um die Covid-Tracing-App mit der Regierung hat auf einmal so ein israelischer Hacker mich kontaktiert. Und er hat letztendlich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ihr da dieses riesige Theater macht, von wegen Privacy, Preserving Technology, Bluetooth, Matching und so weiter. Ich kann dir genau sagen, was du in den letzten 2 Jahren gemacht hast, wo du wie lange warst, wen du getroffen hast,
Und es ist alles komplett offen verfügbar für mich über die Schnittstellen, die Apple und Google Entwicklern anbieten. Ja, also das ist heute alles schon da, aber das wird erst in das Bewusstsein der Menschen kommen in den nächsten Jahren und dann wird das Individuum fordern. Ja, so kann es nicht weitergehen. Und ich möchte souverän über meine eigenen Daten sein. Ja, ich möchte die besitzen. Und ich möchte über meine digitale Identität bestimmen können. Ja? Und ich möchte entscheiden, welche Partei darf welche Informationen von mir wie lange halten. Und wenn ich das nicht mehr möchte, möchte ich das auch beenden können. Ja? Und das geht nicht anders als über das steigende Bewusstsein in der Bevölkerung. Und das System, in dem die Großen sind, führt automatisch dazu, dass dieses Bewusstsein steigen wird, weil das System, in dem die sind, eben die falschen Incentives setzt. Und welche Incentives wären das jetzt, die falsch sind? Einfach letztendlich den Aktienpreis zu erhöhen und letztendlich den Return für die Aktionäre zu maximieren. Okay. Also wenn wir jetzt über eine European Tech Revolution sprechen und wir jetzt schon mit der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben, dass die meisten Leute eigentlich alles akzeptieren anklicken, weil sie sich weder damit beschäftigen noch eben diese 30 Seiten Kleintext lesen wollen. Welche Stakeholder müssen jetzt angesprochen werden und wie glaubst du, könnte man diese incentivieren, an diesem Projekt mitzuarbeiten, wirklich nicht abhängig zu sein von großen US-amerikanischen Firmen, sondern auch Tech in Europa zu bilden und zu fostern? Ja, es muss einfach super kundenfreundlich sein. Ja, es muss super convenient sein. Also letztendlich arbeite ich an einem Projekt, das heißt Polypoly. Und was wir da machen, ist letztendlich, wir haben Technologie entwickelt, das ist wie eine zweite Instanz von deinem Telefon auf deinem Telefon, was nicht hackbar ist. Und da hast du dann kannst du Daten speichern, kannst auch beispielsweise dann deine IoT-Geräte damit verbinden und alle deine personalisierten Daten damit speichern und hast dann die Möglichkeit, letztendlich in einem App Store auszuwählen, welche Unternehmen möchtest du in deinem Leben haben. Ja? Und dann siehst du ganz klar, welche Daten diese Unternehmen konsumieren müssen, um dir den Service oder das Produkt zu ermöglichen. Und dann kannst du diese Daten von deinem Datenpass, der dezentral gespeichert ist, ja, also auf gar keinem Server oder so, sondern nur für dich da, kannst du die freigeben und hast immer die Übersicht, mit wem du gerade welche Daten teilst. Ja. Und letztendlich entsteht daraus ein riesiger Vorteil auf der einen Seite für den Konsumenten, der hat die Kontrolle. Ja. Es entsteht auch eine Zahlungsbereitschaft von Unternehmen für die Daten. Das heißt, der Konsument kann auch in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich davon profitieren, seine Daten zur Verfügung zu stellen. Und es entsteht ein Riesenvorteil für Unternehmen. Man muss sich mal vorstellen, wenn du als Unternehmen auf einmal die Möglichkeit hast, auf ein CRM zuzugreifen, wo das Kundenprofil in Echtzeit immer aktualisiert ist und das Einzige, was du dafür brauchst, ist das Vertrauen des Kunden, dann ist es ein gigantischer Wert. Ich bin auch eng mit Google und Apple natürlich und einer von denen, die jetzt an dem zukünftigen Geschäftsmodell von Google zum Beispiel arbeitet, ist ein Early Stage Investor von mir bei WeFox. Und der arbeitet direkt mit Sundar Pichai an der Fragestellung, weil ich glaube, die Realisierung, dass die Zukunft in irgendeiner Art und Weise so aussieht, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, also, dass die Geschäftsmodelle von den Großen nicht mehr auf dem freien Zugang zu Daten basieren kann, auf dem kostenlosen Zugang zu Daten, ist klar. Ja. Und die Großen machen sich auch Gedanken, wie ändert sich ihr Geschäftsmodell in so einer Welt. Ne? Also, dass es passieren wird, ist, glaube ich, klar. Wie es passieren wird, ist nicht klar. Alles klar. Ich würde jetzt gerne ein bisschen einen Einblick bekommen über dein Engagement bei Gesund zusammen. Gesund zusammen ist eine Initiative, die du, andere Founder mit der deutschen Regierung relativ schnell gestartet hat, als Covid anfing. Es ist einmal bestehend, wenn ich das richtig verstehe, aus einem Accelerator, der es ermöglicht, Startups, die eben
jetzt an Problemlösungen der Covid-Krise basteln, Geld und Mentoring zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig natürlich auch war eins eurer Projekte die Corona-Warn-App, die in 2 Tagen über 8 Millionen Downloads hatte und damit die, ich weiß nicht, meist gedownloadete App in kurzer Zeit sowieso von Deutschland, wahrscheinlich auch Europa war. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie wurden die Gründer, die dort mitgewirkt haben, wie haben die sich zusammengefunden und vor allen Dingen auch, wie war die Zusammenarbeit mit der Regierung und mit den 2 Unternehmen, die maßgeblich an dieser ganzen Entwicklung beteiligt waren? Ja, das war für mich ein Crashkurs in Politik. Ich bin da wie so ein Elefant im Porzellanladen in der politischen Landschaft rumgetrampelt und habe total viel gelernt. Habe recht früh auch die Regierung kontaktiert, habe dann gar keine Antwort bekommen, weil ich da ja natürlich niemanden kannte. Dann haben wir einfach losgelegt, weitergemacht dann irgendwann ist aber die Regierung auf uns aufmerksam geworden habe ich in einem Telefonat mit Ramin, dem Gründer von Finnlieb, herausgefunden, dass er sich auch darum kümmert und darauf fokussiert und sagt, wir müssen doch als Tech-Unternehmen jetzt hier irgendwas tun, letztendlich diese Situation zu verbessern und wir haben Skills und wir haben gleichzeitig ja auch irgendwie Leute, wo wir überlegen, wollen wir die in Kurzarbeit stecken oder was machen wir mit denen, wir haben super viel Talent und vielleicht können wir da irgendwas tun und so haben wir dann in einem kurzen Call Sascha und den Florian von Finnlieb zusammengeholt, waren dann zu viert auf dem Call, haben irgendwie in 5 Minuten gesagt, okay, lass uns einfach zusammen machen, die ganze Sache, weil interessanterweise Finnlieb und WeFox sind ja eigentlich die größten Konkurrenten haben dann gesagt, okay, wir starten das, dann haben wir ein paar Leute angerufen aus dem Netzwerk, die haben alle gesagt, hey, wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, natürlich sind wir dabei und so ist das Ganze gestartet, dann hatten wir Power, dann war die Regierung auch interessiert und dann haben wir losgelegt. Wir haben uns dann als Gesund zusammen darauf fokussiert, in allererster Linie das Frontend zu entwickeln und einfach sicherzustellen, dass der Bürger sich sauber abgeholt fühlt. Und dann wurde die Entscheidung für dezentral getroffen. Wir wurden eingeladen von Jens Spahn, dem deutschen Gesundheitsminister, sind dann dahin gegangen und am Ende hat er uns dann gesagt, ja, die Umsetzung der App wird jetzt von SAP und Telekom gemacht. Dann sind wir ins Boot gegangen mit SAP und Telekom und haben letztendlich unsere gesamte Arbeit, die wir gemacht haben, rund um User Research und um das Interface, haben wir dann in das Projekt mit eingebracht. Und unser Team hat zusammen mit SAP und Telekom dann an der Entwicklung von der Corona-Warn-App gearbeitet und parallel haben wir dann noch das Bundespresseamt sozusagen unterstützt im Bereich von Marketing. Wie schaffen wir es, maximal viele Leute in so kurzer Zeit wie möglich zu erreichen. Es war eine super spannende Erfahrung, weil letztendlich wir gespürt haben, was ist die Power von der Regierung und was sind die krassen Limitationen von der Regierung. Ja. Es hat uns total frustriert. Also die Power ist natürlich die Autorität. Ja. Die Kraft, mit dem Finger zu schnipsen und zu sagen, okay, alle großen Verbände Deutschlands und alle DAX-Unternehmen, morgen Call, 13 Uhr, kommt alle rein und ich mache hier eine Promotion und ihr sollt alle diese Corona-Warn-App unterstützen und überlegt euch mal, wie ihr das sozusagen pushen könnt. Ja? Also diese unglaubliche Autorität, ja? Und dadurch auch letztendlich der Push. Die Limitation ist natürlich, du hast ein Marketingbudget, das sind Steuergelder. Ja? Und du musst halt komplette Transparenz darüber zu jeder Zeit zeigen können, wie du das Geld der Steuerzahler ausgibst. Also du bist in der Kommunikation total limitiert. Ja? Du bist auch in der Iteration von so einem Tech-Produkt total limitiert. Also du kannst nicht irgendwie alle 2 Wochen irgendwie neuen Release machen. Du kannst nicht super schnell Feedback von den Usern reinholen und das sofort einbauen. Also diese ganze agile Arbeit ist eigentlich nicht möglich. Und also wir sagen, wir setzen uns ein Ziel von 50 Millionen Downloads. Und dann
aktivieren wir alles in unserer Macht Stehende, um diese 50 Millionen zu erreichen. Die Politiker sagen, nimm diese 50 Millionen nie wieder in den Mund. Ja? Das wäre das größte Problem und die größte Schande, ja, für mich und meine politische Karriere, wenn draußen 50 Millionen wäre und ich das nicht erreichen würde. Ja? Also diese Verhinderung von einem Skandal versus letztendlich das Erreichen von großem. Weil das zeigt ja auch so ein bisschen auf, dass du und andere Entrepreneurs wirklich langfristige Ziele verfolgen. Langfristig denken und jeden Tag die Schritte in diese langfristige Version setzen versus Politiker, die halt über die nächste Legislaturperiode nachdenken und wie sie die bewältigen und wie sie wiedergewählt werden. Europa, kann man ja schon sagen, ist so der Loser der Internetrevolution. Du hast mal gesagt, Europa kann aber der Gewinner der nächsten 20 Jahre werden, nämlich der IoT-Revolution. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen, was braucht es und wohin, glaubst du, können wir tatsächlich kommen durch Technologie? Wie können wir uns als Gesellschaft in die Zukunft katapultieren und wie wird diese nächste Dekade oder die nächsten zwei Dekaden aussehen im Hinblick darauf, dass Politiker so denken, wie sie denken und dass Entrepreneure, die diese Dinge umsetzen und das täglich tun und auch sicherlich besser darin sind, wie wird das funktionieren? Ja, also unsere Geschichte ist in dem Bereich ein großer Vorteil. Unsere Kultur hier, sagen wir mal in Westeuropa, ist halt geprägt von Terrorregimen auch, in denen letztendlich die Menschen, ja, gespürt haben, wie es sich anfühlt, wenn ihr Nachbar letztendlich Sachen, die im privaten Gespräch gesagt wurden, missbraucht haben, die an staatliche Behörden übergeben haben und damit das Leben negativ beeinflusst haben. Also dieses erhöhte Bewusstsein über den Schutz der Privatsphäre, der kann zu einem riesigen Vorteil jetzt werden. Wir haben also Amerika und wir haben China. In Amerika gibt es dieses Bewusstsein nicht. Ja? Diese Kultur hat auch unsere Kultur in den letzten 20 Jahren natürlich geprägt mit den Produkten, die wir genutzt haben. Und China, da sehen wir halt letztendlich, was passiert, wenn es nicht Tech-Unternehmen, sondern die Regierungen sind, die Zugang zu all diesen Informationen haben. Und was die machen mit ihren Incentives letztendlich aus diesem Informationsvorsprung. Diese beiden Systeme werden letztendlich immer weiter durch die Systeme bestärkt werden immer mehr auch Ängste kreieren, hervorrufen, gerade bei Europäern. Und deshalb entstehen heute schon viel mehr zukunftsorientierte Projekte als in den USA und in China. Die sind zugegebenermaßen sehr klein, ja, sehr kleine Projekte. Aber es entsteht hier eine Szene und eine Innovationskraft, die über die nächsten Jahre ausrollen wird und die aus meiner Sicht die Chance hat, letztendlich die globale Wirtschaft in den nächsten 20 Jahren ähnlich zu beeinflussen, wie es die großen Tech-Unternehmen aus den USA in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und letztendlich im Kern halt letztendlich auch sozial aufgestellt, dass man einfach sagt, so etwas wie in Amerika da passiert ist mit Facebook, Google und so, die machtvoller sind als jeder Staat auf der Welt. Also das haben wir ja auch gemerkt in dieser Krise. Da hat ja Apple und Google letztendlich einfach nur gezeigt, was die für eine Power haben. Ja, die haben sich an den Tisch gesetzt und die haben gesagt, Leute, uns gehört eigentlich eure gesamte Informationsinfrastruktur. Also ihr müsst das machen, was wir euch sagen. Ja? Und ihr wollt irgendwie eine zentrale Datenspeicherung, aber sorry, ich sage nein. Im Endeffekt wäre es ja okay, wenn wir ein Facebook und ein Google und so hätten, wenn die im Interesse der Weiterentwicklung der Gesellschaft agieren würden und so auch incentiviert werden. Also
wenn jetzt über den in irgendeiner Art und Weise eine Stiftung wäre, ja, die sich mit den Profiten dafür einsetzt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, ja, dann wäre ich der größte Fan von dieser wahnsinnigen Innovation. Nicht mehr möglich, weil wir müssten alle Aktionäre davon überzeugen. Schwierig. Und deshalb ist da ein Problem im System, was wir jetzt in Europa, wenn wir solche in Zukunft machtvollen Businesses aufbauen, schon von Beginn an anders machen können. Super. Julian, ich würde gerne abschließen mit mit 5, 6 Sätzen, die du bitte für mich beantwortest, das ganze Interview so ein bisschen abzurunden und vielleicht auch ein bisschen nochmal kurz deinen Einblick zu ein paar Themen zu bekommen. Und zwar, der erste Satz wäre, die Langzeitfolgen der Covid-Krise für die Startup-Szene sind? Super positiv, meisten Geschäftsmodelle proven. Meine Zukunftsvision als Kind war? Ich hatte gar keine Vision als Kind, die hat sich erst entwickelt über die Zeit. Die Utopie des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass? Letztendlich der Schmerz der aus ineffizient geführten Konflikten reduziert wird. Und Dystopia des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass? Der Mensch irrelevant wird, weil wir es nicht schaffen, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und künstliche Intelligenz in den Händen von wenigen ist und letztendlich eine Gefahr besteht, dass über 90% der Menschheit wirklich irrelevant in unserem System ist, daraus eine große Kraft entsteht, die letztendlich das Potenzial hat, sehr, sehr gefährlich für die weitere Existenz der Menschheit zu sein. Startup-Branchen, die uns näher an die utopische Zukunft bringen, sind? Also alle Menschen, die letztendlich den Status quo challengen und versuchen, kreative Lösungen zu finden, bringen uns vorwärts. Also ich würde es eher am Mindset festmachen. Und ein Gast, der bei The Future Is Now interviewt werden sollte, ist? Ich halte für sehr inspirierend meinen eigenen Coach. Das ist ein buddhistischer Mönch und der heißt Dava Thorchin Phillips. Und der hat 12 Jahre lang im Kloster verbracht und 8 Jahre lang nicht gesprochen. Und der hat eine ganz besondere Perspektive auf die Zukunft der Menschheit. Wunderbar. Lieber Julian, vielen Dank für deine Insights und dass du heute deine verschiedensten Zukunftsversionen mit uns geteilt hast. Euch danke ich fürs Zuschauen und ihr findet die Informationen über das, was gesprochen wurde, wie immer in den Shownotes. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von The Future Is Now.